So, Leute, ich bin gerade auf SE unterwegs, weil ich organisches Polymer brauche. Tja, mit SE kommen auch die Mentisse ins Spiel und es gibt nichts Schöneres als Mentis und Kettensäge. Hier sind ein paar. Und dann landen wir mal und brutzeln uns die mal weg. Oh, der eine, der kann auch noch kommen. So, nicht beißen, sondern nur speien. So, jetzt kommt die Kettensäge zum Einsatz. Ich meine, seht euch das an, was der da rausholt. Zack, 700 Organisches. Macht das mal eine Stunde. Die Pinguine geben nicht so viel. 700, geil. Und zack, 1400. Hervorragend. Sehr schön. Ich bin aber noch aus einem anderen Grund hier. Ich möchte einen Oasisaurier zähmen, der sich hier oben rechts auf der Karte befindet. Also die Chancen, dort einen zu finden, ist höher als woanders. Trotzdem muss erstmal noch kommen. Es leckt. Da ist er. So. Und jetzt werden wir mal versuchen, den zu zähmen. Was ist dafür notwendig? Schauen wir uns mal an. Ich lande erstmal auf ihn. So, absteigen. Hervorragend. Was wir brauchen, um ihn zu zähmen, sind diese Seelen, die ihr hier sehen könnt. Diese Seelen bekommt ihr, wenn ihr eure eigenen Tiere tötet oder die eurer Feinde. Ihr müsst allerdings die Kadaver abfarmen, dann bleibt eine Tasche liegen und in dieser Tasche befindet sich so eine Seele. Gut, dann packen wir erstmal den Drachen ein und konzentrieren uns auf den Oasis-Saurier. Seht euch das an. Hier wächst einfach irgendwelche Ressourcenkakteen. Steine liegen hier draußen rum. Da kommen wir aber noch mal zu. So, jetzt gehen wir hier zu dem kleinen Brunnen. Brunnen des Lebens kann man auch schon dazu sagen. So, dann greifen wir hier auf das Inventar zu. Das ist hier Ressourceninventar, ne? Und halt noch mal neu. Genau, Ressourceninventar. Und dann packen wir hier eine Seele rein. Jetzt kriegen wir hier so eine Miniatur-Rex-Gestalt, ne, als Seele und müssen Wellen von Geiern überstehen. Ja, diese Geier kommen jetzt auf die Seele zu und wollen die dann killen. Wir müssen die davon abhalten. So, seht ihr mal den gelben Streifen unter dem grünen Balken? Das war die Zähmungsanzeige. Zähmung, sage ich. Das ist ja natürlich die Zähmungsanzeige. Lost. So, und das machen wir so lange, bis der fertig ist. Normalerweise kann das bis zu 3 Wellen dauern. Bei mir ist der Server aber hochgeschraubt, was Zähmen und so weiter betrifft. Jetzt kriege ich nicht getroffen. Das wird schneller gehen. Scheiße, nachladen. Verdammt, jetzt geht der auf den los. Ey. Ich könnte den Arsaurier ja so killen. Das ist scheiße. Der nächste. Okay, ich habe getroffen. Aber wir haben es geschafft. Oasis-Saurier gezähmt. Und er hat meine Seele, den Rex, wiederbelebt. Schaut es euch an. Dieses Wasser, diese Quelle hat nämlich die Eigenschaft, eure Seelen, Tiere, alle 24 Stunden wiederzubeleben. Da steht einfach Rex Reborn. Ne? Total super. Jetzt kann ich den Fleisch geben und ihn hochfüttern. Das ist hervorragend, nicht wahr? Und der Oasis-Saurier, den haben wir jetzt. Der gehört uns. Ist das super. Die Ressourcen, die sich hier auf dem Oasis-Saurier befinden, was haben wir denn hier? Sind willkürlich, also random. Stein haben wir jetzt hier, Metall haben wir hier, hier wachsen Kakteen. Die könnt ihr selber nicht abfarmen, das übernimmt der Oasis-Saurier für euch. So zwischendurch farmt er euch halt die Ressourcen, die auf ihm wachsen, ab. Ne? Also Kristallschwefel ist auch mit dabei. Nice, ne? Das dauert halt seine Zeit. So, was frisst er eigentlich? Wir müssen ihn, der verhungert mir hier. Wir müssen ihn füttern, aber was frisst er? Ich habe mir hier so ein paar von diesen leeren braunen Pötte gecraftet. Die sind allerdings leer und müssen bepflanzt sein. Gut. Erstmal schnell den Rexi einpacken, damit ihm nichts passiert. Er hat einfach dieselben Werte wie zuvor auch. Ne, das ist klasse, Leute. Okay. Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht verhungert. Ach, schaut mal. Der hat die Ressourcen auf seinen Rücken abgefarmt. Hier im Ressourceninventory. Das macht er einfach ganz alleine. Ne? Zwischendurch könnt ihr drauf zugreifen und euch euren Loot abholen. So, wir brauchen Büsche und Bäume, egal was in der Richtung, um unsere Pötte aufzufüllen. Und die benötigt auch die Schaufel. So, die habe ich gerade mir in die Hand genommen. Und egal was, ob es jetzt Büsche sind, Pflanzen, Kakteen oder Bäume, ist es vollkommen egal. Hier nehmen wir mal den Baum mit. Und das machen wir so lange, bis alle Töpfe voll sind. Schauen wir nochmal. Sind jetzt alle grün geworden. Das bedeutet, die sind bepflanzt und wir können unseren Oasis-Saurier füttern gehen.
Okay, ich habe meine Pötte. Wir leveln ihn doch mal ein bisschen hoch, dass der noch nicht verhungert. Da ist die grünen Dinger rein. Der ist auch schon am Fressen. Seht ihr, wie hungrig der ist? Ihr könnt die auch so einfach hinstellen. Aber schaut mal, wie buggy das noch ist. Zwischen dem Oasisaurier und den Töpfen ist einfach noch so ein Loch. Ihr könnt ihn auch bebauen. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Bett hingestellt. Ich habe leider keine Strukturen, um das mal richtig zu simulieren. Aber ihr könnt hier drauf auch bauen, ein Häuschen setzen. Am besten aus Lehm, damit ihr vor dem Wetter geschützt seid. Das ist echt klasse. Fliegen, ja. Mit dem Fliegen ist das noch so eine Sache. Ich meine, seht euch das an, wie langsam der ist. Und wenn ich versuche mich gerade hier zu drehen, was der für einen Wendekreis hat. Das ist unglaublich. Also Fliegen ist jetzt nicht wirklich das Tollste an ihm, aber ihr seid halt sicher. Ihr seid da oben sicher und ihr habt massig Platz. Ich meine, guckt euch mal das Verhältnis an zwischen Oasisaurus und den Drachen. Ich habe tatsächlich Videos gesehen, wo sich jemand ein Titano draufgestellt hat. Das funktioniert, das ist der Wahnsinn. Vielleicht ist euch mal dieser blaue Rahmen um mich herum, diese Aura aufgefallen. Ich kann es von dem Wasser leider nicht trinken, auch nicht die Flasche auffüllen. Aber dieses Wasser hat eine besondere Eigenschaft, die bufft uns hoch. So, ich werde es auch mal in den Drachen reinstellen. Angeblich soll dieser Buff uns schneller machen und auch heilen. Aber ich sehe jetzt hier heilungstechnisch keinen großen Fortschritt. Das hätte er auch alleine geschafft. Ich werde den mal kurz schnappen. Der Drache hat auch diese Aura. Diese bläuliche, ne? Okay, wir fliegen mal runter. Mal schauen, ob wir wirklich schneller sind. Oder vielleicht einfach im Laufen. Mal kurz landen. Ja, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass der wirklich schneller ist. Vielleicht ist das noch ein bisschen buggy und muss noch gepatcht werden. Das wäre natürlich möglich. Jedenfalls soll es auf jeden Fall der Fall sein, wenn wir diesen Buff haben. Ich habe jetzt plus mal 13 da unten. Dass wir schneller sind, robuster und sollten uns heilen. Das hat er alles leer gefressen. Und der verhungert mir bald schon wieder. Das ist der Wahnsinn. So, ach, der hat mir wieder Ressourcen gegeben. Das macht er halt zwischendurch. Ist nicht viel, aber nett. Ne? Jetzt gehe ich mir mal wieder ein paar Pflanzen pflücken. Ja, eine noch, wir nehmen uns eine hübsche lilane mit. Damit er uns nicht während des Videos verhungert. Wäre schade, nicht wahr? So, aktuell haben wir hier einen Sandsturm. Ich bin leider nicht geschützt. Meine Ausdauer zieht sich gerade runter. Also es empfiehlt sich tatsächlich, da vielleicht mal eine Lehmhütte draufzustellen. Dann ist man wenigstens auch von dem Wetter ein wenig geschützt, nicht wahr? Meine Ausdauer ist im Keller. Aber weh tut es mir jetzt nicht. Ihr solltet aber nicht in Richtung Drachenschlucht fliegen, so wenn die Drachen aggressiv sind. Der Oasisaurier kann einfach nicht entkommen. Ihr seht es euch an, wie langsam er ist. So wie der da liegt. Das nennt der Reiten. Der liegt da einfach im Brunnen. Wie gesagt, ihr könnt den Oasisaurier bebauen. Ne? Schaut es euch an. Allerdings könnt ihr, und das finde ich auch ziemlich gut, keine Turrets drauf platzieren. Ich hatte es versucht, aber es ist nicht möglich. Ne? Das ist aber auch, wäre aber auch ein bisschen zu OP. Ne? Schließlich müsst ihr für den bezahlen, wenn ihr den zähmen wollt. Leveln wir den nochmal. Jetzt hat er alles leer gefressen. Schaut euch die Nahrung an. Ach so, diese Seelen. Hier, diese ist bereits tot. Und kann leider nicht wiederbelebt werden, weil ich viel zu lange gebraucht habe. Hier dieser Rathalos, dieser Drache. Schade drum. Ihr habt auf jeden Fall so einen Timer, ne? Gut. Dann landen wir hier mal auf dem Berg. Ich meine, wenn ihr einen habt und geht oben auf den Berg und stellt euch dahin, habt ihr auch Ruhe, ne? Es kommt nichts an euch ran. Also zumindest keine Kreaturen. So, ich bin ja wirklich jetzt erstmal streng damit beschäftigt, ihn nicht verhungern zu lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Ausdauer schadet auch nicht. Jetzt habe ich ihn auf Gesundheit gegeben. Ist ja nicht schlimm. Eine Kleinigkeit, die noch erwähnenswert ist, ihr könnt auf den Oasisaurier natürlich auch die ganz normalen Beete drauf platzieren und Kartoffeln, Karotten und so weiter anbauen. Der Oasisaurier sorgt dafür, dass die bewässert sind und hegt und pflegt die für euch. Somit könnt ihr ganz entspannt einfach eure Kartoffeln, Karotten, Mais und so weiter beim Aufziehen beobachten und braucht da keinen großen Handschlag für machen. Ihr merkt also, der Oasisaurier hat schon einige Vorteile, ist aber im PvP halt absolut im Nachteil, was ich auch gar nicht so schlimm finde.
Sehr gut. Das war's an dieser Stelle, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Und bis ihr es beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.